Zukunft Energiepreise haben, die die anderen diktieren. Wir müssen heute schauen, dass das, was wir können, die Technik, die wir haben, das Wissen, was wir haben, auch die Leute, die investieren wollen, dass wir die mit einem klaren politischen Kompass, dass wir das auf die Schiene setzen, weil die Chance, die darf man nicht vergeben. Das ist eine riesige Chance für uns alle, insbesondere für unsere Kinder und unsere Enkelkinder. Und ich finde, das ist es einfach wert, dass wir alle miteinander anpacken und dass wir sagen, die Energiewende, die müssen wir zum Erfolg bringen. Da darf man nicht schauen, dass wir die Atomkonzerne wieder das Geschäft zuschauen, sondern das müssen. Das muss vor Ort sein, das muss bei den Leuten sein, das muss bei den Genossenschaften sein, das muss bei den kommunalen Werken sein, dass da die Wertschöpfung ist, weil das ist auch die Grundlage dann auch für den Wohlstand, auch gerade in den ländlichen Regionen, das ist ein ganz wichtiger Pfeiler. Und das passt auch gut, finde ich, zum Schafkopfen. Warum tun wir halt Schafkopfen? Also zum einen, ich bin von Kindheit an Schafkopferin. Ich bin in der Nähe von Landshut in Niederbayern aufgewachsen. Mein Vater hat Schafkopf, meine Brüder, und da sind wir halt oft beieinander gesessen auf die Nacht. Und ich habe aber leider zu wenig Zeit. Und dann haben wir gedacht, das ist ganz wunderbar. Und dann verbinde ich gleich das Nützliche mit dem Angenehmen und mache einen Wahlkampf mit Schafkopfen. Und da kommt man ganz anders mit den Leuten zusammen als sonst bei den politischen Veranstaltungen. Man kann über alles Mögliche reden. Und ich finde das auch ein wunderbares Spiel, und was mir am besten gefällt ist, wenn einer keinen Stich macht, dann ist er schwarz. Und deswegen sage ich, spielen wir halt miteinander. Jetzt hoffen wir, also ich hoffe natürlich, dass ich einen Haufen Gras-Solo habe, aber jeder andere Solo ist mir auch recht, den ich gewinne. Und am Ende zählen wir zusammen und da gibt es auch tolle Preise. Und ich habe noch einen Spezialpreis extra mitgebracht. Das ist alles da gespendet, ganz klein und song, von dem es gespendet ist. Und das ist von mir ganz persönlich gespendet, nämlich ein Bausewein. Oh. Ja, der ist aus Unterfranken, da gibt es ein Bio-Weingut, das heißt Bausewein. Und das macht natürlich ein Bausewein. Und der ist also ganz was Besonderes. Und den habe ich also als Spezialpreis heute mitgebracht. Und dann schauen wir mal, wer ihn gewinnt. Und jetzt freue ich mich aufs Spiel. Auf geht's. Als zweiten Preis haben wir zwei Fässer Bier von Müllerbräu. Spendet hat uns wieder Dreck gemacht. Der Sulzberger. Einmal ein Festus, einmal ein Weizen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein regionales Bier ist, der seinen Hofgarten direkt ums Eck hat. Dann dritter Preis haben wir einen Schmankerlkorb mit Bio-Kaffee, Wein, Nudeln und ähnliches. Dann habe ich jetzt gerade eben Margaretes Flasche zum vierten Preis erklärt, den Bausewein. Ich habe nur einen Cocktailempfang. Die mussten zum Cocktailempfang und bei den Kräuter wird geschafft, aber ich sage, ich müsste nicht neidig sein, es geht einfach gut. Herr Zolo, bitte ein Kringel drum machen, weil die Auswertung erfolgt dann auch noch die gewonnenen Herrn Solos, wenn bei Solo Gleichheit ist. Dann jedes Spiel ist mit 60 Augen verloren und mit 30 Schneider. Wenn kein Spiel zusammenkommt, dann muss der alte spielen. Und wenn ein Mussspiel sperrt, dann kann einer mit der beliebigen Karte spielen, meinetwegen mit dem Gras 10er, aber er muss halt die Farbe haben. Das ist auch eine Sache. Und es darf bei einem Mussspiel weder Solo noch Netz gespielt werden. Thank you.
Ja.